Na, hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. Ich hatte jetzt einen Tag Pause gehabt. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Generell jeden canceln, der unter euren MMR ist zum Aufsteigen. Das steht für mich außer Frage. Ist recht, wenn ihr eine Pause hattet. Aber nur weil das System scheiße ist, muss man sich nicht scheiße benehmen. Und daher lassen wir das jetzt. So, was haben wir denn? Gegner wieder Tarantula dann wahrscheinlich haben, ne, weil ich ja keinem Angebot habe. Angeblich sind die Steeboys dagegen gut. Das ist genauso eine Falle wie Atri so häufig, habe ich den Eindruck. Okay, er hat einfach mal random Steeboys geholt, verstehe. Bitte. Dann beschützen wir mal das Headquarter. Und sonst brauchen wir noch Anti-Small dabei, wenn es geht. Und eigener Small sollte auch noch dabei. Ja, es sind ein bisschen viele Baustellen. Dann versuchen wir zumindest mit den Crawlern dagegen zu halten. Ja, da hat man das Schlechte aus beiden Welten, wenn man das so baut. Versuchen wir es mal so. Ja, und hier stehen natürlich zwei Drittel der Armee falsch. Ist halt das typische HQ-Rushen, ne? Da habt ihr. Müsst ihr halt raten. Und ich habe jetzt rechts geraten und er steht links. C'est la vie. Mit Assault. Ja, also das sieht schon sehr nach Dings aus hier. Ein bisschen Kleinvieh die nächste Runde wegräumen, übernächste Runde mit Scorpion ja, alles T-Bolts wegräumen. Also ein klassischer Arclight nächste Runde und übernächste Skorpion. Eventuell muss man das anpassen, wenn ne, Unit Drop kommt und sowas. Aber das wäre im Moment die Idee. Naja, der hat seinen Crawler zu weit mittig gestellt. Deswegen hat er die gesamte Armee gepullt, statt dass er nach oben gegangen ist. Man kann die pullen, wenn man das möchte. Aber weil das eine langsame Armee von mir war, sollte man die eigentlich durchlaufen lassen. Das ist meine Erfahrung bei so einem HQ-Rush. Ah, Scorpion. Ja, ne? Luftabwehr könnte ein bisschen kritisch sein mit dem Marksman gegen die Wespe. Das ist jetzt ein kleines Problem. Ich meine, der Scorpion ist aber einfach zu gut und kontert ja auch eine ganze Menge. Den Level 2 brauche ich nicht, ne? So, dann lösen wir da einfach alles mit dem Scorpion. Und was machen wir dann? Ja, die Crawler schneller wegräumen. Wie gesagt, mit der Luftabwehr, da müssen die drei Marksmen leider gegen die Wespe vorgehen. Dies ist dann so. Wird schon gehen. So gelevelt, nice. Ja, ist die Frage, wo die Wespe dann erscheint. Hinter dem Steeball da wahrscheinlich. Also wenn er die denn überhaupt geholt hat, man weiß es natürlich nicht. So klar ist das ja nie. Jetzt haben wir nochmal einen Läufer. Uns für die Arclights entschieden.
Ja, der hat, glaube ich, seinen Job gemacht. Headquarters gerettet. Ein potenzieller Luftabwehr in den Arclights. Headquarter hat er hochgebracht. Genau. Ich überlege jetzt, das zu machen. Er wird wahrscheinlich das machen. Und dann kann ich halt Fortress dagegen spielen. Bisschen früh, das jetzt zu machen, oder? Fortress dagegen. Nächste Runde dann der Fortress mit Regeneration. Genau. Nächste Runde Fortress mache. Mein Kopf ist leer. Was mache ich denn jetzt? Mehr Modelltanks, oder? Das tut ja nie weh. Die Crawler vielleicht nochmal einen schneller holen. Genau, links, rechts. Dann haben wir noch einen von denen. Also hier waren einmal zu viele Crawler auf der Seite gerade. Stellen wir uns einfach mit dahin. Dann nochmal einen, der Satelliten abfangen gehen möchte. Da kommen wir her in Fortress hin. Genau, ansonsten nehmen wir den Level wahrscheinlich mit. Ne? Gerade keine anderen großen Wünsche. Ja, der Satellit. Naja, da hat seine Backline quasi fast deaktiviert, dadurch, dass er die nach rechts gefahren hat. Genau, Smart Arclight, wie ich gesagt habe. Und dann habe ich jetzt gleich einen regenerierenden Fortress dagegen. Ich weiß eh nicht, ob die Arclight-Strategie funktioniert, wenn man im Nahkampf hier vorne und hier rechts direkt steht. Weil man zwingt normalerweise die Fortress dazu, ein bisschen ineffektiver zu werden, dadurch, dass die Reichweite ausgeben müssen, wenn die halt so eine Linie da oben bilden. Das ist ja hier gar nicht mehr gegeben, wenn er das so kombiniert. Dann kann ich einfach mit dem Schild oder so hin und dann passiert da gar nichts mehr, Fragezeichen. Werden es gleich sehen. Ich muss echt sagen, du konntest ja nicht zurückschießen, das war näher. Okay. Nachschub. Okay. Ja, ich packe jetzt einfach die Fortress dazu. Also ein. Rechts hat ja auch einen schönen Level dann. Und ansonsten holen wir einfach einen Krabbler dazu. Da oben ist ja kein Level-Upgrade, ne? Machen wir auch mal ein bisschen Momentum an. Ach, das passt auch so. Da kann ich mir was davor stellen. So, ansonsten Level-Upgrade, ne? Falls er mal einen neuen holt. Also gerade die Level 2 sind ja bei Elite durchaus gefährlich. Und da müssen wir unter Luftabwehr jetzt jede Runde ein bisschen gucken. Rhino mass produced. Die sind aber, glaube ich, auch nicht so dolle gegen die da. Ich habe leider keine Feuerrate jetzt dabei, ne? Ich glaube, ich hätte aber auch die Mass-Produced Level 2 Rhinos mit dem Scorpion getötet. Also hätte ja auch da All-In gehen können. Deswegen ist das eine überraschende Wahl, aber der möchte die Headquarter irgendwie erreichen. Ja, das ist ja halt rechts und die jetzt links. Das ist ein bisschen unschön. Kann ich vielleicht doch Reichweite ausgeben? Mal gucken. Genau. Den Weine noch erwischt.
Also Geld habe ich wahrscheinlich genug, um die aufzuleveln, weiter dick zu holen, oder? Also jetzt kleinere Einheiten holen mit meinem Einkommen, macht glaube ich nicht so viel Sinn. Und er hat ja auch Probleme, Melting Point zu spammen, der Gegner. Extended Range. Ja, das machen wir auf jeden Fall. So. Ich mache es einfach weiter mit denen. Auch wenn da oben jetzt ein bisschen die Defense fehlt, gucken wir mal, was seine Antwort sein soll. Ja, und dann jetzt hier Headquarter decken. Der geht auf den unten. Also ich glaube, dass der gleich das Ziel wechseln könnte nach oben. Steht jetzt da was komisch, wenn ich ihn so stelle, ne? Aber ich glaube irgendwie, dass es funktionieren kann. Panzer zum Tanken verbessern. Um rechts verkauft. Ja, müssen wir gleich mal gucken, ob wir den mit dem Beak nach links ziehen und jede Runde Speed ausgeben. Ist ja auf Runde 6 nicht so teuer. Oder gerade aufs Headquarter zugehen und dann abbiegen. Level 3. War ich da schon gewesen bei dem Ding? Reichweite, okay. Also klar, der kann den Charge Shot geben, aber er hat ja keine Elite da drin. Also ich weiß nicht, wo die Reise da hingehen soll. Aber ja, meine Dinger haben jetzt keine Lebenspunkte mehr. Aber dafür ein bisschen bessere Reichweite. Dann können wir gleich Schild und nochmal Reichweite ausgeben. Also wenn er Charge Shot ausgibt, dann könnten die in Stücke reißen. Auf der anderen Seite, wenn er 5 davon hat und ich habe da auch 5 von, wird das ein unwitziges Spiel für ihn. Ich kann nächste Runde erstmal einen einzelnen Steeball holen für das Headquarter. Ja, mal gucken. Also ich spiele die im Moment wirklich über die Kanone, vielleicht ein bisschen über die Tankiness, und dann lohnt sich die Level statt die Masse zu vergeben. Normal bin ich ein Freund von genau andersrum, das zu machen. Hängt ja immer ein bisschen vom Gegner ab. Sandwurm. Ja, der kann natürlich jetzt einen Melting Point holen. Ne? Das ist, glaube ich, die einzige sinnvolle Antwort. Das muss ich genauso machen. Da geht es jetzt um das Melting Point Duell. Da brauchen wir uns keine Illusionen hergeben. Die spawnen dann Anti-Melting Point. Machen wir eine große Feldschlacht. Worüber das Kleinvieh dann stehen wird hier. Wenn die direkt losballern können wie die Weltmeister. Steht dann potenziell weit weg, ne? Egal, muss er durch. Headquarter sollte nicht kaputt gehen, wenn es geht. Genau, der hilft da jetzt einfach aus. Ein Feld davor, links und rechts. Okay, er hat sich für Typhoon entschieden. Ich habe keine Ahnung, warum er sich für Typhoon entschieden hat. Also klar, jetzt gehen meine Fangs kaputt, das ist ärgerlich. Okay, also der will damit die Fangs wegräumen und damit möchte er einloggen und dann sich hochheilen. Vielleicht klappt das sogar, weil das jetzt eine Menge Kleinvieh ist für die Dinger. Ich habe viel ausgegeben für Single Target. Aber ich habe natürlich auch schon eine Reihe von denen, die auch ein paar Schüsse machen mit Reichweite. Mal sehen. Vielleicht klappt es ja wirklich. Ja, die Fang sterben ja jetzt leider und dann hat der Steeball da vielleicht freie Wahl. Mit dem Heal. Mal sehen. Also Heal und Reichweite vielleicht, hätte ich verstanden. Nur Heal, ne, kommt nicht ran unter Umständen. Ich habe ja auch noch einen Scorpion da stehen zur Erinnerung. Der one-shottet ja ganze Massen von denen. Er schießt ja hoffentlich gleich nach links, der Scorpion. Und Schuss. War schon tot.
Also mein Verdacht wäre, mit Reichweite wäre es besser gelaufen, weil ich glaube, keiner von denen hat seinen Laser aufgeladen zum Heilen. Ja, Feuerchen, ne? Gucken, dass wir vielleicht alles töten, was da reinläuft. Da sind da drei Crawler auf der Höhe, wenn ich das richtig sehe. Die Frage, ob ich so die Backline kriege, aber ich glaube nicht. Lass mal nicht zu greedy sein. Also ich versuch's mal. Alles abbrennen, wo gibt? 12.000 irgendwas, 6.000, 12.738. So, jetzt werden die gewonshottet von dem einen zumindest. Genau, können wir einfach eine schnelle Flanke da durchziehen? Genau, so. Ja, und da machen wir dann noch einen kleinen Krabbler rein. Dann zahlt er mehr Leben. Oder ein bisschen tanken. Schadshot. Hat halt Schilder ausgegeben. Ehrlich, Mann. Er wurde da oben ist Level 3, das dauert jetzt ein bisschen mit den Phönix. Ich hätte gewünscht, die würden weiterfliegen. Also mein Fehler gewesen. Ich hätte die den Beacon eigentlich an dem Headquarter vorbeistellen müssen. Dann wären die vorbeigeflogen, wären viel früher im zweiten Headquarter. Das war ein sehr dummer Fehler. Es wäre nicht unwichtig gewesen, dass sie jetzt das Headquarter getroffen hätten zu diesem Zeitpunkt, ne? Jetzt brauchen sie halt eine halbe Ewigkeit und es verliere ich sogar meins vielleicht dadurch. Naja. Also ich glaube, der Unterschied zwischen dem Headquarter früh und spät snipen, der wäre extrem wichtig gewesen, weil das Diebold macht mich jetzt tot wegen dem Headquarter. Das hätte das entschieden. Super ärgerlich. Weil dumm, ne? Den Beacon durch das Headquarter zu ziehen, weil die bleiben immer stehen, wenn jemand auf dem Beacon-Strich steht. Anfängerfehler. Ach ja. Lebenspunkte erhöhen, weiß ich nicht. Eine Nuke, seine gesamte Armee ist ja da links, ne? Das können wir gerne machen. Da gibt es, glaube ich, genug zu holen. Genau, wie machen wir das jetzt hier vorne? Mit Schild, denke ich. Viel Schild, viel Freude. So, der nächste Fehler. Ich hätte die teleportieren können, die Freunde. Ich weiß nicht, was für eine Scheiße ich da gerade spiele. Ich hätte die einfach teleportieren können. Keine Ahnung. Macht er die jetzt mit dem Satellit beide tot? Mal gucken. Ja, aber das war also wieder dumm gespielt. Ich weiß auch nicht, was hier heute los ist. Level 4. Jede Stufe kostet ja ein bisschen mehr, ne? Der Super Arc Light. Level 8. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das schon Level 8 ist. Der macht mit dem Item natürlich unendlich viel Schaden und tötet jetzt alles, ne? Ich habe gedacht, die wären Level 4 oder 5 maximal. Level 8 mit Item. Das ist eine Sache, die dürft ihr nicht übersehen, weil euer gesamtes Spiel muss darum jetzt aufgebaut werden von beiden Seiten. Das war nicht ganz so helle von mir. Genau, Schilde instant alle weg entsprechend.
Ja, das war, glaube ich, nicht gut gelaufen, weil ich da gespielt habe. Achso, der nächste Fehler, den ich gemacht habe, ich hätte die Raketen ausgeben müssen mit der Atombombe, die Einheit darunter vernichtet. Ne? Das wäre eigentlich ein No-Brainer gewesen. Ich spiele nur noch Scheiße. Ich weiß nicht, was für Dreck ich da spiele. Ist jetzt wahrscheinlich trotzdem gewonnen. Anscheinend standen die außerhalb des Schildes hier, wenn ich das richtig sehe. Ne? Deswegen wurden die getötet. Aber das erinnert mich daran, dass es dumm war, wie ich das gespielt habe. Die Runde davor und die auch. Oh Gott. Darf man nicht übersehen, sowas. Also, katastrophale Runde, die ich da gemacht habe. Und ich stand auf jeden Fall hinter dem Schild. Was für ein Käse, ey. Na, mal gucken, vielleicht reicht das ja, um das Gehirn anzuschalten. Ich geh mal was zu trinken vorher holen. So, ab in die nächste Runde. Gucken wir mal, ob ich das weniger dramatisch schlecht spiele. Im Moment bin ich mit dem Overlord am Ideen sammeln wieder. Also, was heißt sammeln? Also, ich weiß ja, wie ich ihn früher gespielt habe. Und überlege, ob ich den ernsthaft regelmäßig wieder einbauen will. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem sehr viel mehr Spiele gewinne als verliere. Und da ich den in den letzten Wochen aber sehr selten eingesetzt habe, was ja eigentlich auch gerade gegen Tarantula irgendwie macht ja keinen Sinn, den nicht einzusetzen. Von daher, dass ich das wieder ein bisschen sinnvoller einbaue. Und dann muss ich ja eben Ideen sammeln, wie ich das Board aufstelle, damit er da reinpasst. Also Luftwehr zum Beispiel ein Anfang dafür. Und dann fangen wir mit dem Scheiß wieder an, ne? Giant geht auch, wenn du keinen Artillery-Start, wenn es sich vermeiden lässt. Also Nachschub ist schon immer ganz gut, da kann man nicht so viel falsch machen. Wenn der Tarantula-Start jetzt hat, habe ich zu wenig Schaden. Das wäre halt noch diese Combo, die ich ein bisschen üben muss. Hat er jetzt nicht, aber hätte er den gehabt, ne? Was hätte ich dann als Schaden dazu gepackt? Das ist immer die Frage. Genau, Supply, Nachschub. Es rollen die Panzer unglücklicherweise gegen Dings da. Gegen die Marksmen da, die tanken das und die schießen dann die ganze Zeit. Bäh-Situation. Großes Bäh. Dann räumen wir klein viel weg. Jetzt schon so ein Spiel, wo das mit dem Overlord eher so fragwürdig ist, ne? Weil der Marksman mit Luftabwehr steht, vier Stück und einer hat schon gelevelt. Nicht unmöglich, aber nicht unbedingt ganz oben auf meiner Liste inzwischen. Ja, ich glaube, ich habe zu wenig Schaden. Die hauen mich jetzt weg, die Marksman. Ist halt jetzt gefährlich zu sagen, ich schiebe da Modelltanks die ganze Zeit rein, ne, damit die Marks beschäftigt sind, weil die in Masse zu einfach abzufangen sind von irgendwas. Also ist kein gutes Szenario hier in der Mitte für mich. Schilden dagegen ist, glaube ich, auch schwierig. Halt eine Flanke machen für den Gegner. Macht keinen Sinn. Nee, ich habe jetzt keine große Lösung da drauf. Irgendeine Form von Schaden muss der wahrscheinlich hin. Wahrscheinlich an der Skorpion, weil die dicht beisammen stehen. Ne? Ist aber zu teuer. Das kostet ja dann jetzt hier 400 Punkte. Ja, nächste Runde vielleicht ein Skorpion. Mehr fällt mir nicht dazu ein. Peng. Ja, der Gegner möchte weiter dieses Frontalding machen, weil er halt mal die bessere Aufstellung dafür hat. Das ist, glaube ich, verständlich.
Also wenn ich jetzt nächste Runde den Skorpion in die Mitte stelle, dann rechts ein Schuss, links ein Schuss. Und dann können wir da schneller durch. Tarantula, die hackt sich da jetzt auch durch, wenn ich den nehme. Aber die Grundregel ist ja eigentlich, ne, Konter zu nehmen. Also, das da. Bräuchte halt Reichweite da unten. Und dann nochmal Kleinvieh schneller wegräumen, da im Zentrum. Wie bist du denn? 7. Aus Sicherheitsgründen dahinter verstecken. Okay. Versuchen wir das mal so. Weil wir da durchkommen. Tja, kommt jetzt der Vogel von oben? Oder von der Seite? Wir haben schon so ein Phönix-Seitendingi. Das war jetzt Pech mit dem Overlord. Aber mal gucken, vielleicht komme ich ja sogar durch. Schuss. Oh, tot. Bye bye, Panzer. Kriege ich nicht mehr, oder? Ich habe jetzt oben rechts den Vorteil, dass ich mehr Einheiten wegstellen kann als er, ne? Also halt alles, was er da oben hinstellt, steht dann erstmal vielleicht nicht ganz so gut, obwohl der Overlord tatsächlich ja gut mitfliegt im Moment. Also sie sind zu schnell, um das als großen Nachteil jetzt zu sehen. Aber vielleicht packt er jetzt nochmal einen Crawler ins Nichts. Wenn ich den Overlord im Javelin weghole, komme ich da durch, oder? Diese Runde. Das war einfach die Flanke weiter aufrechterhalten. Alternativ natürlich die Tankiness erhöhen, auch immer nice. Ich mache jetzt das hier. Und dann bleiben wir noch eine Runde länger da stehen. Genau auf die Schnüsse, um nicht zu greedy zu sein. Also wenn Beacon weg will. Genau. Was ist denn das Anti-Small? Das existiert gar nicht, ne? Ruft vielleicht gleich einen Flammenwerfer dann oder so. Die können, glaube ich, Reichweite gebrauchen. Aber ich brauche halt vorher noch ein bisschen Flugabwehr. Dann machen wir es erstmal so. Für den anderen Overlord. Der soll sich halt den Krupp da holen, damit der in Ruhe schießen kann gleich. Irgendwas umstellen. Direkt dazulaufen zur Party. Ja, gibt langsam ein bisschen mehr Zeugs, aber es ist halt alles schnelles Zeugs, ne? Von daher hat das nicht so hohen Einfluss beim Misplacement wirklich in dem Sinne. Es passt halt in den Bild rein und da gewinne ich damit halt leider nichts. Ja, kann die Wespe jetzt alles töten, weil der das tankt? Und da kommt dann noch ein Crawler dazu, unglücklicherweise. Ja, aber ich bin durch oben. Und nächste Runde löse ich die Flanke dann auf. Aber wie gesagt, der hat jetzt kein Misplacement deshalb gemacht. Von daher war das eigentlich eine Abdeckungsspielerei für mich selber als für ihn. Auch wenn ich diese Runde durch eine Runde gewonnen habe. Die Wespe auf jeden Fall, die macht ihren Job.
Packt ja wahrscheinlich aber ein Schild ins Nichts, oder? Könnte aber jetzt noch einen Drop da oben hinpacken. Die Grundregel sagt ja nee dazu, ne? Ganz klar nee. Aber der Drop ist jetzt einfach zu juicy. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Ich bereue es ja eigentlich immer, wenn ich sowas mache, ne? So, wenn ich den dann hinmache, dann habe ich das ganze Kleinvieh direkt weg. Müssen wir einfach mal versuchen. Und dann mehr da oben hinpacken. Jetzt habe ich links nicht gesehen. Du bist direkt gestorben. Das hat also überhaupt nicht funktioniert links. Okay. Die brauchen mit Sicherheit die Reichweite, damit das hier klappt. Leider nicht gesehen, was da links los war. Aber die Level 2 bringt wahrscheinlich nichts, wenn man die durch die Mitte läuft, oder? Ja, Zeitprobleme, wie so üblich, was neu. Dann der verkühlt. Hallo. Ja, dass der Wulken geht, war irgendwann klar. Glaube ich, jetzt oben wieder durch. Hier unten, genau, jetzt mal gucken, was da los war. Nächste Runde wahrscheinlich Reichweite ausgeben. Arc-Reichweite war, glaube ich, ultra wichtig hier. Er kriegt ja eine ab. Ne, noch nicht. Hier sah es an. Wie gesagt, ich muss die Flanke oben rechts früher oder später auflösen, aber ich kriege ja nicht jede Runde Hilfe für die Flanke. Eben war es halt der Javelin, jetzt das Ding. Das wird ja nicht ewig klappen. Und er reagiert ja auch nicht wirklich drauf. Er kann das ja auch ignorieren, sehr erfolgreich. Scheiße, jetzt gibt es ein Schild im Angebot. For real? Okay, ich glaube, dann nehme ich das Schild jetzt dabei. Dann tanke ich das jetzt hier oben, oder? Und dann Multishot, damit er alles holt aus der Flanke. Aber dann klappt der links nicht mehr. Also jetzt Flanke Multishot. Wir machen es jetzt einfach mal durch. Also ich verliere immer mit solchen Flanken, immer. Aber ich meine, im Moment klappt es so hervorragend, dass ich einfach mal sage, go, go. Und dann packen wir da die Leute einfach mit oben rein. Aber hier, Multishot für den ist natürlich sehr unangenehm. Panzer verkauft er langsam. So, mal gucken, ob wir da reinkommen mit den Zielen. Kleinvieh holen wir ja eigentlich gut weg. Aber dann machen wir das. Von allen Seiten. Und gleich mal eine Weste mit Upgrade dabei spielen. So, Billigwespe dabei. Ich glaube tatsächlich, dass ich die mit einem Beacon, wenn ich Zeit finde, da reinsteuern möchte. Als Doppelschuss. War aber ein Schild. Muss jede Runde ein bisschen länger schießen. Multishot ist an. Das heißt, der hackt sich da einfach durch. Die Wespe hackt sich durch den Rest. Wie ist der eigentlich gestorben gerade? Satellit? Nicht gesehen. Headquarter? Oh, vielleicht klappt sogar der Multishot jetzt hier. Geht alle auf den gleichen. Warum ist der zwischendurch ausgegangen? Ich überlege im Moment, ob ich einen Heal dazu ausgeben möchte, zu dem Multishot, weil sie auch Tankiness erhöht. Ah, jetzt wird die Reichweite fehlen. Der tötet jetzt einfach alle.
Also keine Artillery-Kanone, ne? Der kann nur Feuerrate gleich vergeben, aber das reicht ja auch schon, um weh zu tun. Flammenwerfer. Ein Rhino, ne? Versucht man da durchzulaufen wie so ein Irrer. Genau das und hier dazu. Muss mal gucken, ob das funktioniert. Flugabwehrwespe. Die Frage, wie lange das ein Problem ist. Wenn ich das mache und dann kommt nichts, dann habe ich nichts davon, ne? Ich würde ja schon gerne ein Upgrade geben. Immer schwierig. Ich glaube, das mit links kann ich vergessen, ne? Ich gebe Opfer das jetzt quasi. Lass mal den einfach dazu laufen. Und sonst nochmal Kleinvieh schneller töten. Gibt ja relativ viel davon auf der Map. Wird er schneller durchkommen überall. Okay. Und tot. Bitte heilen. Reicht das? Er hat zu viel Burst, ne? Ja, er hat zu viel Burst. Also selbst mit Heal habe ich den nicht bekommen. Der hat ihn einfach weggepustet, 90.000 Schaden. Gut, damit ist der Spieler wahrscheinlich besiegelt, leider. Also den hätte ich schon gebraucht, dass ich mich da hochheile an dem, ne? Vermute ich mal. Brauche einen Heal. Ah, da kann ich mich hochheilen, nice. Und wieder tot. Also Multishot war vielleicht nicht der beste Zug, zumal ich jetzt auch genug Melting Points da oben habe. Da fehlt einfach die Reichweite, ne? Die sind jetzt Short Range, die wird jetzt einfach gemassakert. Okay, oder es klappt. Woran ich natürlich fast nie einen Zweifel hatte. Aber mit Reichweite wäre besser. Ja, Reichweite, Doppelschuss. Elektromagnetisch, glaube ich. Geht nicht anders. So, jetzt können wir die auch wegräumen, die Dinger. Was habt ihr denn an Lebenspunkten? Kriege ich beide oder gar keine, wenn ich das so mache? Hier kriege ich auf jeden Fall beide jetzt, ne? Dann machen wir das so. Und welches Upgrade würden wir hier ausmachen, falls er abhaut? Viel kriege ich da ja nicht, wenn ich das so mache, ne? Sonst bewahre ich mir den für nächste Runde auf. Könnte aber eine Finisher-Runde sein schon. Ich mache das mal so, weil die wahrscheinlich Regeneration oder so bekommen hier. Sonst EMS-Raketen noch dabei. Ich mache mal Reichweite für die Vögel. Der ist aber schon in Reichweite. Ja, die Wespe, ne? Die bräuchte eigentlich ein Upgrade. Bombe-Upgrade wäre wahrscheinlich super episch bei sowas. Ich gebe dir jetzt einfach Reichweite, damit die was macht. Haben wir noch zwei. Da muss halt jetzt einfach nochmal Zeugs dazu. Kann ich nicht tanken, so wie ich stehe. Zumindest einen können wir das Leben retten. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich da reinlaufe, oder? Vier Schüsse hält er aus. Nein, ich habe zu einer Zeit nicht mehr geschafft, ihn da hinzustellen. Oh, scheiße. Das wäre halt massiv wichtig gewesen, der extra Crawler. Ja, das war natürlich jetzt Käse. Toxisch, hat den Level 3 kaputt gemacht. Ja, das ist die Wespe jetzt da durch. Naja, also
Ich war halt, ne, das Szenario ist einfach zu unbekannt für mich ist, deswegen habe ich das ignoriert, dass der toxisch mit Doppelschuss vergeben kann und dann natürlich auch Level 3 Instant tötet, trotz Schild. Das ist jetzt ein Problem. Muss mal gleich gucken, ob ich den dann wegstelle. Headquarter kaputt, wo die Wespe rankommt, war das schlecht denkbare Szenario. Barrier mit Sicherheit. Genau, also der wird jetzt wahrscheinlich immer gewonshottet da oben, ne? Deswegen kommt er aus der Ecke jetzt raus. Ja, da hätte halt jetzt ein Crawler frisch stehen müssen an der Stelle, ne? Also, das hätte nicht dümmer laufen können. Der steht jetzt leider da oben nicht so toll. Für 250 nehme ich den aber da raus. Also, da gibt es ja, glaube ich, genug zu tun. Man eh nicht abhalten, ne? Noch mal einen dahin, falls er diesen Satelliten der tot machen will. Wir haben noch einen Drop hier, nice. Ja, ist wieder so ein Zeitproblem natürlich mit allem, ne? Wo droppt man dahin? Einfach dazu und hoffen, dass es Schmerzen verbreitet. Jetzt haben wir, ja, Zeitproblem. Und jetzt habe ich noch nicht mal geguckt, ob eine Flanke offen war. Aber keine Zeit. Also. Genau, mit Item, Doppel und alles. Ist ein bisschen viel grüne Gülle für meine Viecher da, ne? Völkerwanderung. Meine Wespe lebt fast noch. Ich habe das Headquarter noch nicht erreicht. Oh, mal gucken, ob die das jetzt machen, die Jungs. Das grüne Zeug ist halt schon gefährlich. Und er hat noch ein Item da oben. Und jetzt Doppelschuss und tot. Doppel und tot. Im Late Game sind Flanken einfach zu voll. Ja, Degeneration Beam und Kleinvieh töten. Dann habe ich zwei Aufgaben mit dem erfüllt. Problem ist halt, dass er so spät portet dafür, ne? Sonst wäre das jetzt, glaube ich, genau das Richtige, aber das dauert jetzt einfach zu lange, bis er da ist. Also ich vermute, der wird nicht wirken, wenn ich ihn jetzt dahin packe. Er wird einfach von dem da hinten abgeknallt werden. Mit der links rein. Ich komme gar nicht zum Gucken. Ja, jetzt kann man nur versuchen, damit alles zu deaktivieren. Ich glaube auch nicht, dass ich schnell hin genug bekomme, aber habt ihr eine bessere Idee? Genau. Dann Leute mit einem Beacon vielleicht hinbringen, wo sie nicht umsonst sterben. Und die Wespen in Sicherheit bringen.
Die Zeit gab, hätte ich die Wespe mit dem Beacon lieber da reingesteuert gerade. Das wäre jetzt Headquarter gewesen. Und ihr wisst ja, Headquarter spiel entscheidend, aber ja. Der Zeitmangel hat dafür geführt, dass ich ja eben, ne, die gerade in letzter Sekunde gesetzt habe, dass ich zu spät gesehen habe. Jetzt sind die umzingelt. Die heilen sich, glaube ich, nicht mehr hoch ausreichend. Kommt jetzt wieder Doppelschuss und dann sind die tot. Also ich denke wirklich, dass wenn ich die Runde mit der Wespe richtig hingestellt hätte, beide Wespen, wenn Beacon aufs Headquarter gerade gegangen wäre, dass ich die Runde hätte gewinnen können. Aber wie gesagt, Zeitmangel, ne? Wir testen es mal. So, hier sind wir nochmal in der letzten Runde. Guck mal, ob ich das zeitlich hinkriege. Beacon. Alles aufs Headquarter. Kleinvieh schnell noch räumen. Genau, und dann kann man jetzt irgendwas dazustellen. Also eigentlich könnte man auch, wenn ich jetzt das komplett ändere, ne, Wespenknubbel wäre natürlich gut, weil er eigentlich, außer diesen beiden ist keine Flugabwehr da. Also All-in-Wespe hätte wahrscheinlich auch einen Unterschied bedeutet. Aber ich habe ja das jetzt eben gemacht. Ich mache das jetzt nochmal. Dass er nicht... Oh, es fehlen 100 Punkte. Ich kann nicht mehr. Okay, wir brauchen dann nochmal 100 Punkte irgendwie. 900, 200. Na, mal sehen, ob das jetzt weh tut. Okay. Kleinvieh wird getötet da. Also mal einen guten Crawler dabei packen. Alle da rein irgendwie. Go, go. Den hätte ich lange verkaufen können. Ich komme nicht ran ans Headquarter. Okay. Ja, dann war das halt Pech gewesen. Aber All-in-Wespe hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Oh, kein Bock, das jetzt nochmal neu zu laden. In jedem Fall auf meiner Liste ist wieder das gleiche. Ungewohnte Aufstellung, große Flanke und ungewohnte Fähigkeiten, der Multishot. Ne? Das sind so die drei Faktoren auf meiner Liste, wo ich immer verliere. Habe ich einen Haken dran gemacht. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.